Eine Geschichte über Improvisation, den Wert von Geld, meine Mutter und Fleischwurst. So, sage ich nicht ohne Stolz zu meinem neunjährigen Sohn. So, mein Freund, exakt so. Und er staunt nicht schlecht. So also sieht eine Spielothek von innen aus. Das klingt jetzt erstmal erzieherisch bedenklich, aber man hatte ihm in der Schule erzählt, wir müssten unser ganzes Geld Griechenland geben. Und da dachte ich mir, zeig's ihm mal, wo wirklich 24 Stunden am Tag Moneten vernichtet werden. Hier, Kind, sage ich, freuen sich Erwachsene darüber, wenn sie Geld in eine Kiste werfen dürfen. Die blinkt. Krass, erwidert er, warum kaufen die sich nicht einfach einen Gameboy? Aus dem gleichen Grund, aus dem Schimpansen sich eine Banane mit Schale reinkloppen, weil sie es können. Du bist echt schlau, Papa. Plötzlich sehe ich, dass eine Angestellte auf uns zusteuert. Kind, raune ich, der Ernstfall tritt ein. Wir machen's, wie wir es besprochen haben. Sie können doch kein Kind mit hier reinbringen, legt die Frau auch sofort los. Das ist ein Spielsalon. Das verstößt gegen den Jugendschutz. Gute Frau, sage ich. Welches Kind? Na, ihr Sohn da. Das, erwidere ich, ist nicht mein Sohn. Das ist mein Schwiegervater. Er leidet unter Kleinwüchsigkeit und umgekehrt verlaufender Vergreisung. Er verliert mehr und mehr Falten. Mein Schwiegervater traut sich auch so schon kaum darunter, Leute. Ich meine, was würden Sie tun? Als 74-jähriger ehemaliger Diplomingenieur. Man kann nirgendwo hingehen. Alle glotzen einen an. Unerträglich ist das geworden. Sie starrt meinen Sohn an. Der nickt und sagt, so sieht's aus. Es tut mir leid, sagt die Frau. Es klingt ehrlich betrübt. Ist schon gut, lenke ich ein, Sie können nichts dafür. Was soll man auf den ersten Blick auch denken? Da steht ein alter Mann, der sein Leben gelebt hat, in Flickenjeans und mit Pokémon-Kapuzenjacke. Das alles nimmt uns sehr mit. Wir wollen nur ein bisschen Würde. Für ihn. Kann ich Ihnen einen Cognac bringen, fragt die Frau. Ja, sicher, sagt mein Sohn. Wohl kaum, sage ich zu ihm. Denk an die Schmerzen in deinen Ohren. Hab ich nicht, sagt er. Kommt noch, sage ich. Aber ich nehme einen Cognac, füge ich hinzu. Denn schon Platon sagte, sei gütig, denn alle Menschen, denen du begegnest, kämpfen einen schweren Kampf. Die Dame nickt und geht. Sie wirkt am Boden zerstört. Das Essen Wale, sagt mein Sohn. Was sag ich? Platon, das Essen Wale. Halt den Rand, Schwiegervater. Plötzlich klingelt mein Handy. Ich starre eine Zeit lang aufs Display, dann hebe ich ab. Hier ist deine Mutter, sagt meine Mutter. Den Verdacht hatte ich schon, nachdem das Display ein Bild meiner Mutter anzeigte, zusammen mit dem Schriftzug Mutter. Und Peitschen knallen als Klingelton. Bist du mit dem Jungen unterwegs? Wenn ich mit meiner Mutter rede, bemühe ich meist den militärischen Sprachduktus. Alles andere zieht das Gespräch nur in die Länge. Bestätige, sage ich. Seid ihr in der Nähe? Negativ, worum geht's? Habt ihr mir am Wochenende einen ganzen Kringel Fleischwurst weggefressen? Ach Gott, denke ich, was hätten wir denn sonst essen sollen? Meine Mutter ist finanziell gut dabei, aber bei ihrem Kühlschrank sieht's immer aus, als wäre Krieg. Sie kocht vorzugsweise Dinge wie Steckrüben. Da willst du nichts mit zu tun haben. Steckrüben schmecken, als würde es in ihnen spuken. Oder Kohlrabi. Roh geht das Zeug gerade noch, aber gekocht riecht Kohlrabi, als hätte dir ein depressiver Clown in den Topf gekackt. Ernsthaft, da lutsche ich lieber Batterien. Aber am Samstag lag da diese Fleischwurst und da fragt man nicht groß nach, da langt man zu und einen schönen Tag noch. Also sage ich, bestätige. Dann ersetzt sie, heute Abend liegt die Fleischwurst wieder im Kühlschrank. Ja, Sir, klick. War das Oma? Fragt mein Sohn. In der Tat. Wir müssen eine Fleischwurst kaufen. Aber wir haben doch kein Geld. Stimmt, ich war blank, kann passieren, auch öfter mal. Und nu, woher Fleischwurst nehmen? Ich denke nach. Immerhin bin ich nicht irgendein Blödmann, sondern Autor. Wenig später. Ein Metzger in der Innenstadt. Mein Plan ist klar, kaufen kann ich hier nichts. Kein Geld. Aber um das zu verschleiern, muss ich einen unmöglichen Wunsch äußern. Also betreten wir die Fleischerei. Guten Tag, sage ich. Ich hätte gern drei gekochte Rinderschädel. Sowas haben wir nicht. Mein Sohn räuspert sich. Der Metzger kriegt es nicht mit. Also räuspert er sich nochmal. Eine unangenehme Pause tritt ein. Der Metzger blickt mein Kind schließlich an und sagt dann,
Na, kleiner Mann, möchtest du vielleicht ein Stück Fleischwurst? Draußen sage ich, super Kind, das machen wir jetzt noch 30 Mal, dann haben wir den Kringel zusammen. Das ging auch genau 29 Mal gut. 29 Mal schnauten wir uns mit dubiosen Fleischwünschen durch Dortmund, nur meine Wurst zusammen zu puzzeln. Der letzte Metzger liegt etwas außerhalb. Wir gehen rein. Guten Tag, sage ich. Ich hätte gern 2 Kilo frittierte Ziegenklöten. Der Metzger sieht mich an und sagt, gerne, noch was? Scheiße, denke ich. Mein Kind beginnt sich zu räuspern. Der Mann beachtet ihn nicht. Also 4 Pfund Ziegenklöten, das können Sie haben. Das ist ein Abfallprodukt, sagt er. Eine längere Pause entsteht. Mein Sohn räuspert sich schon wieder. Der Metzger, was wollen Sie eigentlich damit? Womit, frage ich. Ja, mit den Ziegenklöten, das ist so ein ganz schäbiges Gelumpe. Die spende ich, sage ich. An wen? Bedürftige. Welcher Bedürftige braucht denn eine Riesentüte Ziegenklöten? Mann, denke ich, was ist das denn für ein doofes Gespräch? Das geht denen doch gar nichts an. Und wenn ich die Klöten in Überraschungseierfolie wickle und in der Waldorfschule verteile, ist das immer noch meine Sache. Was fragt der so viel? Hier muss mal was passieren. Ich remple meinen Sohn an. Der räuspert sich daraufhin sehr laut. Hat Ihr Kind was am Hals, fragt der Metzger. Nein, sage ich, der mag nur sehr, sehr gerne Fleischwurst. Finde ich gut, sagt der Metzger. Eine der üblichen Pausen entsteht. Irgendwann hört man es merklich im Schädel des Mannes rasseln. Kleiner, möchtest du vielleicht ein Stück Fleischwurst? Mein Sohn nickt. Ha, denke ich. Läuft. Wie alt bist du denn, kleiner Mann? 74, sagt mein Sohn. 9, sag ich. Quatsch, der ist 9. Was geht dir vor, fragt der Metzger, der immer noch das Stück Wurst in der Luft schwenkt. Gar nichts, sag ich, ist alles super. Gib mir die Fleischwurst, sagt mein Sohn. So, sagt der Metzger, der entweder nicht gerne geduzt oder nicht gern verarscht wird. Oder beides, wie eure Ziegenklöten, haut ab. Wir gehen zu meiner Mutter. Klingeln und geben mir die Tüte mit der zu 80% fertig montierten Wurst. Zur Wiedergutmachung habe ich dir noch was Leckeres daneben gelegt, sage ich. Das ist ja nett, sagt sie. Naja, denke ich, wenn man die Klöten isst, wird das den allgemeinen Zustand nicht zwingend verbessern. Zu Kohlrabi passen sie aber ausgezeichnet.